Wir kommen zurück zu Black Mesa. Dieses Grummeln, was ihr im Hintergrund hört, ist doof. Richtig doof. Es ist blöd. Wir sind in Silo D angekommen. Unser Weg ist Richtung Lambda-Komplex. Aber bis dahin müssen wir noch durch irgendwelche Tunnel und wir konnten nicht weiter. Nun machen wir einen Umweg, indem wir kleine Hunde erlegen. Gott. Komm mal, viele an. Gut. Was tust du denn hier? Hier kann man auch schön tief fallen. Silo D sah tatsächlich nicht so aus im Half-Life 1. Das hier sieht wesentlich stimmiger aus, wenn das einfach so dunkel ist. Hm? Das kommt von da. Okay. Eigentlich müsste das von drin kommen. Wirklich gut. Ficken. Okay, hat mal richtig was gerumst. Ist aber nicht leise. Schrott gefunden. Ein bisschen Leben, das merken wir, dass es hier ist. Das brauchen wir vielleicht noch. Da flatscht was. Ja, hab ich mir gedacht. Oh, das ist kacke. Gut, ist weg. Und dahin hat sie die Brücke mal richtig zerlegt. Doof ist für die Brücke, aber warum nicht? Wir müssen wohl hier rein, wo dieses Grubbeln herkommt. Silo D Kontrolle. Silo D 1 Problab. Zugangskontrolle. Luftschleuse. Unter Druck hier. Aufgesetzter Schrotflintenschuss rettet uns das Leben gerade noch so rechtzeitig. Das hört sich nicht gut an. You must fire the rocket engine. Destroy the damn thing before it gets any larger. Bevor es noch größer wird. Okay, mit was haben wir das da zu tun? Nicht gesondert. Oh Gott. Und einer der ikonischen Gegner von Half-Life 1. Dieses tolle Ding hier. Malfunction. Main propulsion disengaged. Power and fuel systems. Please report status. Okay. Offenbar haben wir keinen Zugang. Malfunction.
Ignition disengaged. Power and fuel systems. Please report status. Geh ein paar Sachen durch. Aber ich glaube, den Anzeigen zur Folge. Ja, hier kommt nichts an. Das ist das Problem. Also, das ist ein Raketentest-Silo. Ganz einfach. Eine Waffentestfabrik. Hey, quiet. This thing hears us. Some scientists come down to the generator to get the rocket. We're gonna try and make a break for the fuel lines. You with us? Klar. Ja, machbar sein. Ich höre schon wieder Zombies. Hier gibt es viele Granaten und Taschen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kann man gehen? Das wird jetzt wichtig. Sprinten, Kampf. Wahrscheinlich so benutzen. Gut, also wir können mit Granaten. Au. Nutzen die Chance. Oh shit, der ist tot. Ich würde sagen, wir müssen da hinten, wo der gerade war, da oben so unten. Also quasi, da wollen wir hin. CBD X-Fuel und unten ist Power. So, also wir schmeißen erstmal deine Granate hin. Wir reagieren wirklich nach Lautstärke. Da. Shit. Und Aufnahme abgebrochen. Nee, die töten mich. Nicht hinterher fliegt. Au, au. Au. Oh Gott. Wir haben es geschafft, gerade so. Nein, noch nicht werfen. Oh, das ist schon. Braucht die doch noch. Gut. Den Anfang hätten wir. Wir machen zuerst die Sauerstoff. Sag mal. Willst du mich verarschen? Acht Schrot reingeballert in so ein Scheißviech. So viel Leben kann er doch nicht haben. Oder gibt's Leben? Und noch mehr, das ist gut. Das Leben gerne mal da haben auf dem Weg. Vielleicht brauche ich es gleich. Doch zunächst für geladen. Fahrstuhl? Fahrstuhl. Okay, die Tür geht nicht auf, die ist so kaputt. Ich krieg noch irgendwann Moon.
Ja, manchmal können die Kopfkrabben überleben. Das ist dann der schlechte Ausgang, den wir haben wollen. Da ist eine Leiter. Da gehen wir mal runter. Weit runter. Richtig runter. Oh nein! Ich hasse diese Viecher. Diese Gegner hier in so einen engen Raum zu packen. Ist nicht schön. Nix. Ja, atmet schon wieder was. Oder das sind nur Zombies, die man hört. Weiter. Wie kriegen wir da neue Granaten? Oh, fick doch ganz viel. Können die alle überleben. Ich habe gerade ziemlich Pech mit meinem Ressourcenmanagement. Funktioniert nicht so gut deshalb. Ventilator, okay. Ein Ventilator, wozu braucht man den? Schon wieder geht die Tür nicht auf. Er hat sich hier eingeschlossen und dann verwandelt. Ansonsten nichts. Das war einfach nur extra Schrot. Was ich mitnehmen? Sonst sind wir wieder auf 49, das ist gut. Tja, wo sollen wir hin? Sollen wir ganz nach unten? Oder nach oben? Die Frage ist, wo sind die Anschalter dazu? Ich habe im Zweifel unten, ne? Das ist ja riesig hier. Ist zu. Oh, hier geht sogar noch weiter runter. Manual Override. Notfallzugang. Also über. Gott. Überbrückung. Okay, hier machen wir es an. Dann müssen wir uns allerdings beeilen. Sonst würden wir hier nicht mehr hochkommen. Denn. Der nimmt jetzt gleich richtig Fahrt auf. Bläst die ganze Luft nach oben.
Bin auf jeden Fall ganz schön hoch. Hui. Und ja, wir würden auch mit hochfliegen. Oh, hier kommen wir nicht hoch. Hier wäre so schon Ende. Allerdings können wir jetzt Folgendes machen. Wir lassen uns einfach hochfliegen. Mit dem Müll. Wir müssen nur aufpassen, dass uns das Ding nicht erwischt. Boah, das wäre ziemlich lustig. Es ist wohl ziemlich schwer zu treffen. Ich glaube, wir nehmen mal diesen Ausgang hier. Es war so klar. Da ist noch einer. Gut. Das heißt, die Luft hätten wir hergestellt. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. In den versperrten Raum. Weiter ging. War doch kein Leben mehr. Ich brauch die Schrot eigentlich für Bullsquits. Yikes. Gut, also, was haben wir hier? Not ready? Okay, das ist wohl die Sauerstoffzufuhr. Das heißt, wie machen wir es ready? Oh, so. Das war Nummer 1. Muss ich die zweite Pumpe noch machen. Da brauche ich allerdings noch ein Drehrad. So ist es ja. Weil wir kriegen noch ein bisschen Zeug. Sehr gut. Also Drehrad, dreh dich! Gut, Strom. Das heißt, es fehlt noch Elektrizität. Das heißt, wir haben tatsächlich Oxygen, also die Sauerstoff und Fuel, also Treibstoff, am Start. Ich denke mal, dass Treibstoff sogar... Ja, wobei es ist ja eine Linie hier, ne? Werden die hier umgebracht. Gut, das heißt, wir müssen wieder zurück. Denn jetzt müssen wir wieder in den Horrortunnel. Und diesmal müssen wir nach unten und das Stromsystem wiederherstellen. Das heißt, wir müssen wieder durch die Luftschleuse. Auf die Granaten. Können wir nicht einfach... Warte mal. Warte mal, jetzt sind wir doch hier. Das ist doch gut. Ich hätte den auch erlebt, ey. Ich habe
zweimal auf ihn geschossen. Ja, ich glaube. Cool. Ja, so kann man auch abkürzen. Dann sparen wir uns den Weg. Oh, hier können wir nicht raus. Rüber. Das heißt, wir müssen diesen schweren Weg nehmen. Geschafft. Busgrill ist tot. Gut. Ekelhafte Viecher. Jetzt auch wieder extra Leben. Gut gebrauchen. Das ist auch schön designt hier, finde ich. Also es ist echt gut und stimmig gemacht. Die Leute sind genau da, wo sie eigentlich auch im ersten Spiel sind. Das finde ich herrlich. Ja, es gibt auch so ein bisschen Nostalgiegefühl. So viele Ladezonen gab es damals. Das macht das Spiel auch unglaublich schnell. Also das, ich glaube auch auf alten Rechnern dürfte die Ladezeit dann relativ kurz gewesen sein, weil die Gebiete auch so klein sind. Ach, okay, guck mal, die schlafen. Oh, oh, oh. Lass mal die aufwecken. Gut. Das ist ein Buskutang. Scheiße. Vielleicht können wir uns anschleichen. Power brauche ich. Psst. Nein! Au! Na gut, wenigstens haben wir ihn gut erwischt. Die jetzt hier ankommen, ist allerdings doof bei den ganzen. Fick dich! Au. Irgendwas noch an hier? Nö. Uah. Der Haunterns mache ich aber wesentlich lieber als diese Bullsquids. Fortschritt im Strom. Okay, wir haben einen Fahrstuhl, der uns nach oben führt. Dann nach oben oder nach unten? Beides, ne? Ja, beides. Okay, es geht wahrscheinlich nach oben, ne? Nee, es geht nach unten. Okay. Endlich mal einen schönen Fahrstuhl benutzen. Nicht zu Fuß oder die Leiter benutzen. Ist das gut. Oh, shit. Ich glaube, wir gehen noch lieber runter. Denn das wäre unser Ende gewesen. Jo. Oh, der Sound stammt auch aus Half-Life. Wir wollen auch noch unten. Huch, Wissenschaftler. Hi. I hope no one expects me to go start up the generator. The Smithers went down there and never came back. Hmm.
Das ist wohl das Team, was losgegangen ist. Muss wohl noch relativ früh passiert sein, dass sie losgegangen sind. Und Smithers ist schon vorgegangen. Ich bezweifle, dass er überlebt hat. Oh, schöner industrieller Look. Der sah im ersten Teil auch nicht so aus. Ampelsystem. Do not obstruct. Schon wieder ein Ventilator. Okay, da unten ist Toxic Waste. Es könnte sogar so ein Nuklearreaktor sein. Unser Anzug schützt uns natürlich vor jeglicher Strahlung, das ist gut. Oh Gott, da wäre ich reingelaufen. Noch einer. Ist auch beim ersten Teil so gewesen, dass man die... dass man immer pro... das ist ein Pulse-Squid. Dass man pro Gebiet irgendwie nur Munition von 1 bekommt. Hier war es zum Beispiel Schrotflinte. Hier fehlt anscheinend was. Das da. Ich muss es wohl reparieren. Das war im ersten Teil übrigens auch nicht so. Da musstest du Knopf drücken da und dann kannst du abhauen und ist gut. Hier. Ganz anders. This is my hiding spot. I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. Der versteckt sich hier. Anstatt einfach wegzugehen. Gut, machen wir hier mal. Dann bleibt doch da zusammen. Dann wollen wir nicht länger stören. Der ist weg. Kriegen wir einen guten Mund. Was machen wir hier eigentlich? Main-Gerade, Rotationskontrolle. Schauen wir uns das mal an. Ja, es rotiert sich tatsächlich. Ist ein Dynamo? Alles klar, wir haben den Strom hergestellt. Wir können gehen. Tatsächlich was Rotierendes. Ja. Wie, das wollt ihr nochmal? Alles klar. Ich gönne euch das. Ich gönne euch das. Irgendeiner von euch schreibt sich doch die Tode auf. Hui. Und in die Suppe. Zack. Wir sagen, hier können wir doch gut vielen Dank fürs Zusehen sagen, oder? Ja. Ciao, ciao.